Ja, gut, genau. Also, wir erzählen euch heute ein bisschen was über den Einsatz von KI in der Musikvideoproduktion. Am Beispiel von einem Video, was wir dieses Frühjahr gemacht haben. Das Video heißt, ja, zu einem Song, der heißt Wieder Melange. Genau, wir wissen jetzt nicht genau, aus welchen Richtungen ihr alle kommt. Ein paar Sachen haben wir schon gehört, gerade vorhin beim Warten noch zufällig. Wir werden auf jeden Fall über einige Tools berichten, die wir so eingesetzt haben, teilweise auch ein bisschen tiefer gehen in das KI-Thema hier und da. Und ich denke, es ist auch für jeden und jede was dabei. Zuerst einmal KI in der Videoproduktion oder KI-Musikvideo. Der Begriff ist ja, das kann ja alles Mögliche sein. Also ich glaube, viele Leute stellen sich da oft was vor oder den Prozess, dass man einer KI einen Satz und vielleicht das Lied eingibt, vielleicht was man haben will, dann drückt man einen Magic Button und dann kommt dann ein Musikvideo raus. So ist es auf jeden Fall nicht und so haben wir es auch nicht gemacht. Also unser Musikvideo ist keine rein KI-generierte Videosequenz, sondern wir haben versucht, in jedem Produktionsschritt, der in einem Musikvideo quasi ja, stattfindet oder zu tun ist, KI anzuwenden. Und wir haben natürlich auch ein paar rein KI-generierte Sequenzen dabei. Genau. Genau, dann noch einmal dazu, in welchem Rahmen das Ganze überhaupt entstanden ist. Und zwar war das in dem AI in Art Seminar. Das ist ein Kooperationsprojekt zwischen der LMU und der HFF. Und da geht es darum, dass man in den interdisziplinären Austausch geht zwischen Medieninformatikern oder Mensch-Computer-Interaktionsleuten und den Informatikern und dann eben den Filmschaffenden. Genau, und es geht halt darum, dass man da voneinander lernt, sieht, wie die anderen arbeiten und sich dadurch ergänzt. Das hieß auch mal Immersive Arts und es ging darum, dass man einfach digitale Kunstprojekte mit neuen Technologien macht. Und jetzt dieses vergangene Seminar war das erste Mal, dass es unter dem Motto AI stand. Also wir waren da so die Versuchskaninchen mit dem KI-Thema. Genau, dann auch noch mal kurz eine Übersicht, um was es heute überhaupt geht. Wir gehen noch mal ein bisschen mehr auf die Entstehungsgeschichte von dem Video ein und dann gehen wir die klassischen Produktionsschritte Pre-Production, Production, Post-Production durch und wo dann jeweils auch KI zum Einsatz kam. Und am Ende haben wir noch ein kleines Fazit vorbereitet, wie es gelaufen ist, was wir so gelernt haben und updaten auch noch mal, was sich seitdem in der KI-Welt getan hat und was wir vielleicht jetzt auch anders machen könnten. Genau, ja, wie ist es überhaupt zu Wiener Melange gekommen? Das ist eine etwas lange Geschichte. Also das Rahmenthema vom Seminar war ja eigentlich nur, dass wir ein Kunstprojekt mit KI schaffen sollten. Und wir haben da diverse Ideen schon ausprobiert. Wir saßen immer wieder zusammen und haben rumgetüftelt, was können wir denn jetzt machen? Ja, irgendwie hat es nie so Klick gemacht mit einer Idee. Und was uns auch immer da durch die Zeit geholfen hat, war die Wiener Melange vom Kaffeeautomaten von der HFF. Das hat der Manuel aus unserem Team uns empfohlen, dass sie ihnen schon durch schwere Zeiten geholfen hat. Und irgendwie war das dann so lustig, dass das den Quirin inspiriert hat, einen Song zu schreiben, Wiener Melange, und hat den einfach so aus Spaß mal bei uns in die WhatsApp-Gruppe gepostet. Und wir fanden das so lustig und dachten, okay, das ist es eigentlich. Wir müssen jetzt ein KI-Musikvideo zu dem Song machen. Genau, und auch, das habe ich vorhin noch nicht gesagt, wir haben das Video nicht zu zweit gemacht, sondern wir waren ein größeres Team von 6 Leuten. Wir hatten 2 Leute von der HFF, den Ivan, den sieht man hier, der ist der Regisseur gewesen, den Manuel, das ist ein Dokumentarfilmstudent, und dann die Chrissa, Janina, Quirin und mich als Leute der Informatik. Genau. Und jetzt zeigen wir erstmal das Video, damit jeder und jede weiß, worum es hier überhaupt geht. Es ist so, dass das Thema des Videos ist, nur um es mal kurz anzuschneiden, Einsamkeit und Isolation hat noch ein bisschen was mit Corona vielleicht zu tun. Vielleicht erkennt die ein oder andere sich da drin noch irgendwie. Genau. Und weil unser Regisseur ein großer Science-Fiction-Fan ist, kam die Idee irgendwie, dass wir dieses Isoliertsein dadurch ausdrücken, dass man auf dem Mond lebt und dort ein kleines Stipendium bekommen hat. Genau, wir schauen es uns jetzt einfach mal an. So. Four, three, two,
gleicher Kaffee jeden Tag, ab jetzt trinke ich für immer, jeden Tag wie eine Melange, jeden Tag wie eine Melange, scheiß Start in den Tag, heute kein Kaffee gehabt. Genau, das war das Video. Genau. Und bevor wir jetzt genau auf die Entstehung und vor allem die KI-Tools eingehen, würde ich das auch gerne nochmal einordnen zeitlich, weil das Projekt wurde ja schon im März abgeschlossen und das ist eigentlich so in KI-Zeit Lichtjahre her. Es hat sich seitdem sehr, sehr viel getan und auch während unseres Projekts hat sich immer viel getan. Also es hat angefangen im Oktober und zu der Zeit gab es eigentlich nur relativ frisch erst DALL-E und Midjourney und Stable Diffusion mit DeForum auch schon ganz ein bisschen. Und zum Beispiel ChatGPT wurde erst im Laufe des Semesters oder des Projekts erst released. Und weitere Tools, die wir verwendet haben, sind dann auch immer so nach und nach gekommen und haben dann eigentlich unseren Arbeitsprozess immer wieder währenddessen geändert. Und andere Tools, die uns vielleicht wahrscheinlich sehr geholfen hätten, sind auch erst nach der Projektabgabe rausgekommen. Genau, nur dass ihr es so einordnen könnt, wenn es jetzt gleich um darum geht, wie es entstanden ist. Genau, also das Erste, wenn man ein Musikvideo machen will, ist natürlich recherchieren, wie macht man ein Musikvideo. Genau, also wir haben erstmal viele Videos gesammelt, die uns selber gefallen, haben Stile rausgesucht, die wir gut finden, ein bisschen Dramaturgie analysiert. Wir haben auch geschaut, was gibt es vielleicht schon, was mit KI gemacht wurde bei Musikvideos.
und haben überlegt, welche Tools gibt es denn zurzeit schon, die wir verwenden könnten, und haben uns dann zusätzlich auch auf so eine grobe Rahmenhandlung geeinigt, um was es in unserem Video gehen soll. Genau. Einmal ganz kurz, weil es auch vielleicht interessant sein könnte, der Zeitplan, den wir uns da für die Produktion gemacht haben, das war quasi der März vor der Abgabe. Wir hatten 5 Tage Setbau, 2 Tage Dreh, ein paar Tage Schnitt und sehr, sehr viele Tage KI-Produktion. Das war auch gut, dass wir so viele eingeplant hatten, weil viele Tools hatten wir davor noch nie verwendet und vor allem noch nicht mit dem Material, was wir da bekommen haben. Wir haben sehr, sehr viel rumprobieren müssen und wir haben sehr, sehr viele Schwierigkeiten hier und da gehabt. Dann kamen wieder neue Tools raus, dann haben wir uns da wieder eingearbeitet. Genau, und wir saßen da eigentlich also mindestens 2 Wochen Vollzeit an den KI-Geschichten gegenüber von 2 Tagen Dreh. Aber das, ja, also genau, ich meine, wir waren natürlich, das war unser erstes Mal so und es hat aber auch gebraucht, die Zeit. Genau, dann sind wir schon im ersten Produktionsschritt der Pre-Production mit KI. Die kam unter anderem für die Drehbuchentwicklung oder halt für die Story, Backstory-Entwicklung zum Einsatz. Haben wir ChatGPT als kleinen Berater engagiert, aber auch für Props oder Requisiten, wie zum Beispiel hier dieses Mondstipendium, das zu sehen war, Poster an der Wand. Allgemein so das Szenenbild oder Maskenbild haben wir uns viel auch inspirieren lassen von Bildern, die wir mit Midjourney oder DALL-E generiert haben. Genau, und hier ist auch nochmal ein kleiner Auszug, was zum Beispiel so Vorschläge von ChatGPT als so Hintergrund oder Motivation für die Figur, für den Aufenthalt auf dem Mond sein könnten. Also dass das halt so eine Inspiration sein könnte, so ein Stipendium auf dem Mond, so eine Selbstfindungsreise und so weiter. Also da hatte ChatGPT ganz coole Vorschläge. Genau, wie es dann zum Szenenbild kam, haben wir auch mit Midjourney zusammengearbeitet, also dem Bildgenerierungsprogramm. Da haben wir als Prompt Sad and Depressing Musician's Bedroom on the Moon eingegeben. Und der hat uns dann diese Sachen hier ausgespuckt. Und genau, uns ist aufgefallen, dass halt diese runde Formen sehr oft vorkamen, insbesondere bei Fenstern und Lampen, aber auch Sand auf dem Boden, was auch irgendwie spannend war, was wir dann auch so übernommen haben. Und natürlich auch so Lüftungsschächte und so Schläuche und sowas. Und da haben wir dann auch beim Szenenbildbau uns eben sehr daran orientiert. Also jetzt sieht man auch dieses runde Ding mit den LEDs und eben dann, wie es zum Drehen kam, haben wir dann auch Sand auf den Boden verschüttet. Da freuen sich dann die Studiomeister immer. Aber genau, das haben wir einfach geguckt, dass wir so ein paar Sachen übernehmen. Das kam eigentlich auch ganz cool. Genau, was sonst noch kein KI-Teil war, aber trotzdem zur Pre-Production des Musikvideos gehört, irgendwie war dann solche Sachen wie eine Schminke oder den Song noch fertig machen, der noch nicht fertig war. Unten rechts sieht man unser Mondmodell. Das haben wir von einem Greenscreen gefilmt und dann nachher durch eine KI gejagt. Da erzählt die Pauline dann gleich nochmal was. Genau, wir haben einen kleinen Mini-Ausschnitt von unserem Dreh zusammen gebastelt, dass ihr nochmal seht, wie das so aussah. Das könnte vielleicht auch ganz spannend sein. So vom Setbau bis zum Dreh irgendwie.
Genau. Dann ging es weiter in die Post-Production, also da, wo wir wirklich sehr viel mit KI gearbeitet haben. Genau, Pauline, genau, fängt jetzt mal an. Ja, vielleicht habt ihr selber auch schon währenddessen so ein bisschen analysiert, was war denn da jetzt eigentlich mit KI gemacht, und hier so die Auflösung ist. Einmal natürlich das, der Hintergrund, was man aus dem Fenster raus sieht von unserem Set. Dann der kleine Raketenflug am Anfang, die Aufnahmen vom Mondmodell oder halt die Mondaufnahmen. Dann die kurze Sequenz, wo Quirin Kaffee trinkt und man ihn in ganz, ganz vielen Szenarien ganz schnell flashen sieht. Und dann am Ende die audioreaktive KI-Sequenz. Genau, an die Haupttools, die wir verwendet haben, waren Midjourney, aber auch viel Stable Diffusion mit der Automatic 1111 Web-Oberfläche, die wir auch lokal auf den KI-Lab-Rechnern laufen lassen konnten. Und da war der Vorteil, dass man mit Stable Diffusion halt viel mehr Kontrolle hat über das, was man generiert, und kann alle möglichen Extensions dafür installieren, wie zum Beispiel ControlNet oder die Forum, ja, die sehr hilfreich sind. Und für das, die Sequenz von Quirin haben wir auch ein eigenes Modell trainiert mit der Koya Web UI. Und ergänzend haben wir auch Nicht-KI-Tools wie Photoshop, After Effects, EVSynth und Premiere verwendet. Genau, fangen wir mal an mit dem Greenscreen Backdrop. Da haben wir so eine Mischung aus Midjourney, Photoshop, DALL-E, Stable Diffusion, ControlNet verwendet. Das ist genau übrigens das, was man aus dem Fenster immer sieht. Das haben wir ja vom Greenscreen gefilmt. Und da war witzigerweise das Problem, dass diese ganzen Modelle sehr gerne so super kitschige Sachen machen. So wie zum Beispiel hier in der Mitte diese bunten Sternwolken, dann viel zu viele Planeten, alles komplett unrealistisch, fantasymäßig. Und es hat sehr lange gedauert, bis wir das dem einen oder anderen Modell rausgeprügelt haben, damit mal wirklich was Normales kam, so ein bisschen. Deswegen mussten wir auch damit Stable Diffusion ControlNet, was die Pauline später noch mal ein bisschen genauer erklärt, ein paar Ecken umdenken, um eben was zu generieren, was man jetzt hier unten links sieht, was einigermaßen normal ausschaut, sage ich jetzt einfach mal. Genau. Genau. Das nächste ist der Raketenflug. Da haben wir uns gedacht, dass wir das so ein bisschen inspiriert haben wollen von der Reise zum Mond von Georges Méliès und wollten das halt in diesem schwarz-weiß Stummfilm-Look haben und mussten da auch viel rumprobieren, dass wir ein Ergebnis bekommen haben, was so in die Richtung geht. Und da es zu dem Zeitpunkt noch nicht möglich war, mehr als Bilder zu generieren, haben wir das dann nachträglich noch händisch animiert, also mit Photoshop und After Effects, und haben dann den Quirin in die Rakete reingesetzt. Genau, dann nochmal hier die Mondsequenzen, die aus dem Modell entstanden sind. Genau, da ist auch hier eine kleine, ja, hier die Zwischenschritte. Also das, der Mond war eigentlich ein Gymnastikball, den der Ivan beklebt hat und ein kleines Häuschen draufgestellt hat. Und der wurde von einem Greenscreen gefilmt. Und zum Zeitpunkt, wo die Aufnahmen fertig waren, waren wir uns gar nicht so sicher, wie wir das jetzt überhaupt irgendwie ins Video integrieren können, und haben viel rumprobiert. Was als einziges Videotool schon gab, war die Forum. Da gibt man einfach nur ein Video rein und gibt einen Prompt dazu, aber hat sehr wenig Kontrolle, was rauskommt. Also die Details von dem Haus verschwinden komplett, oder das Haus ändert jeden Frame seine Form. Und das war dann kein gutes Ergebnis. Dann kam eben ControlNet. ControlNet ist eine Möglichkeit, ein Bild vorzuanalysieren und zum Beispiel die Umrisse von dem Bild zu detektieren und dann sich daran zu orientieren, wenn man was Neues generieren möchte. Das haben wir auch einmal versucht, frameweise mit dem Haus zu machen. Also man sieht die Form, das ist das zweite Bild, man sieht die Form vom Haus bleibt gleich, aber alles andere sind zu wenig Anhaltspunkte da und es ist trotzdem sehr flickery. Das wollten wir dann auch nicht mehr haben. Und als letzte, als Ergebnis haben wir dann so einen hybriden Ansatz mit KI und Nicht-KI genommen und haben einen Keyframe mit ControlNet generiert und dann mit dem Tool EVSynth das sozusagen pixelweise auf das restliche Video drauf gemappt. Genau. Dann zum Modell, was wir trainiert haben. Modell trainieren klingt irgendwie immer gleich so mega krass, aber eigentlich haben wir ein LoRA trainiert. Das steht für Low Rank Adaption.
Und das ist eigentlich so ein kleines Zusatzmodell, was man auf ein bestehendes Modell aufsetzen kann. Und man hat da auch eine Web-Oberfläche, wie man das ganz leicht machen kann. Und man braucht da gar nicht so viele Bilder als Input und es dauert auch nicht lange. Also man kann es so in 10 bis 20 Minuten schon trainieren. Hier sieht man auch so ein paar Bilder, die wir von Quirin gemacht haben, extra auch so an dieses Kaffeetrinken orientiert, damit das Modell damit besser klarkommt. Und als Grundlage, also das Modell, wo das Laura drauf andockt, war das Modell Realistic Vision, das halt so einen fotorealistischen Look auch hinbekommt. Genau. Dann hatten wir einmal das fertige Modell und konnten sozusagen die Figur Quirin prompten, sieht man da oben. Also wir konnten Quirin erzeugen mit KI. Aber das Ganze mussten wir jetzt auch noch auf diesen Frame bekommen vom Kaffee trinken. Und da kam wieder ControlNet zum Einsatz. Und hier sieht man auch zwei verschiedene Preprozessoren. Also wir haben einmal den HED, das ist so ein Edge Detection Preprozessor, der so die Umrisse vom Bild erkennen kann. Und der war gut, wenn viele Details erhalten bleiben sollten, also zum Beispiel realistische Fotos. Oder wenn wir halt mehr in die künstlerische Richtung gehen wollten, also hier so dieses Van Gogh-Quirin, haben wir so einen tiefen Preprocessor genommen. Genau. Genau, dann noch zu der komplett KI-generierten Sequenz, die ihr im Video gesehen habt. Hier ist nochmal eine andere Version davon, die wir auch ganz cool fanden, die es aber nicht reingeschafft hat. Genau, es gab auch nicht nur die zwei, sondern es gab so ungefähr auf jeden Fall über 100, weil es einfach nicht so einfach ist, was Cooles rauszubekommen. Man muss einfach viel probieren. Unser Plan war nämlich, reinzuzoomen vom Weltall aus nach Wien und dann so einen kleinen Stimmungswechsel von fröhlich zu düster währenddessen zu haben. Und diese Sequenz sollte 11 Sekunden lang sein mit Frames, also 50 Frames pro Sekunde. Da haben wir eben die Forum von Stable Diffusion verwendet und das Ganze funktioniert eben so, dass man Textprompts eingibt an den Stellen, wo man, also für zum Beispiel Frame 0, wie man jetzt hier oben rechts sieht, a galaxy full of planets and stars, und dann sagt man, okay, ab Frame 100, das wäre dann nach 2 Sekunden bei uns, Star Explosion, Meteoriten und alles Mögliche so. Und dann guckt man halt, was rauskommt. Wir hatten einerseits das Problem, dass die Forum da schnell angefangen hat, Prompts zu ignorieren, wenn es irgendwie über 200 Frames rausgegangen ist. Da hat sich dann ganz oft einfach nichts mehr verändert. Und wir wussten auch nicht genau, woran das liegt. Wir haben das sehr, sehr oft gemacht und dann uns dazu entschieden, dass wir diese ganze Sequenz in 7 Teilsequenzen unterteilen und dann immer, wenn wir eine Sequenz gefunden haben, die uns gefällt, das letzte Bild davon als Startframe für die nächste Sequenz quasi nehmen. Genau, Stable Diffusion war auch so ein bisschen verrückt manchmal bei so Sachen wie Vögeln. Hat er angefangen, die ins Weltall reinzuzeichnen. Da gab es dann die Möglichkeit, Negative Prompts auszufüllen oder zu definieren, zum Beispiel Vögel. Manchmal hat er die dann trotzdem reingenommen, einfach so. Also wie gesagt, es geht sehr, sehr viel ums Probieren und gucken, wie kriegt man manche Sachen, die man einfach nicht haben will, wieder aus dem Prompt raus. So. Und manchmal passiert auch was super Cooles. Man denkt, jetzt endlich haben wir es geschafft, aber jetzt ist wieder so ein Vogel drin. So. Und wie kriegt man den dann? Also es geht irgendwie um mehrere Ecken lange, bis man dann irgendwas findet, was irgendwie cool ist. Zumindest war das da bei uns so. Genau, wir haben dafür eben bei Stable Diffusion, also bei DeForum, das Stream Shaper Modell genommen. Diese Modelle, damit kann man eben so einen künstlerischen Stil definieren. Also das war, wir haben Verschiedenes ausprobiert und dann halt geguckt und gesehen, dass das irgendwie das ist, was am besten für unser Video passt. Genau. Die Sequenz war auch audioreaktiv. Das hat man vielleicht gemerkt. Da haben wir eben auch in der Generierung vom Video eingeben können, was die Kamera zu welchem Frame machen soll. Und da haben wir den Bass, also den Zeitpunkt, wenn eine neue Bassnote kommt, auf die Rotation gemappt, also Richtungswechsel von der Kamerarotation, wenn eine neue Bassnote gespielt wird, und die Kickdrum auf den Zoom gemappt. Also jedes Mal, wenn die Kick kommt, dass es immer ein bisschen schneller weiter reinzoomt und so. Und dann, dadurch ist dann auch eben mehr passiert im Video, wenn die KI wieder auf eine Fläche zoomt, wo noch nicht so viel war, in Anführungszeichen, entwickeln sich da immer
coole neue Sachen schneller, als wenn alles statisch bleibt, so zum Beispiel. Genau. Ja, was sonst noch Post-Production nach den KI-Geschichten zu tun war, war dann natürlich Schnitt, Color Grading, Greenscreen, Keying und Songmixing, das war noch so zu tun und dann war das Ding auch schon fertig. Genau, und wir haben so ein paar Sachen irgendwie mitgenommen. Es war zwar der Anfang von so KI-Video-Generierung, wo wir angefangen haben, da gab es ja echt nur eigentlich die Forum von Stable Diffusion. Da kamen dann auch mehr dazu und man hat einfach gemerkt, zu jedem Zeitpunkt, wo man anfängt, was zu machen, wenn das Ding fertig ist, ist diese Technik schon wieder outdated eigentlich, weil fast wöchentlich neue Tools rauskommen, neue Plugins und sich neue Sachen ergeben, wie man arbeiten kann. Deswegen, aber es lohnt sich irgendwie trotzdem, da mitzumachen und irgendwie zu schauen, auch wenn es dann bessere Tools gibt, ist es trotzdem cool, irgendwie auch mal mehrere Tools zu kombinieren, wie wir es ja auch oft mit ControlNet dann gemacht haben. Das kam ja während unserer KI-Production-Phase raus und ohne dem hätten wir zum Beispiel diese Mondszenen gar nicht so machen können, weil wir da sehr lang gestruggelt haben irgendwie. Ein anderes kleines Insight ist, und das ist eben die Kontrolle über die KI, dass man einfach nicht, dass man, wenn man da reingeht und sagt, ich will jetzt mit KI was generieren, dann darf man keine zu konkrete Vorstellung von irgendwas haben. Und wenn man die hat, dann wird man die eh nicht so erreichen und wahrscheinlich auch nicht mal ein bisschen nah dran sein, weil man muss einfach viel rumprobieren und gucken, ob was passt und vielleicht auch dann nochmal am Konzept ein bisschen was schrauben. Also am besten, wenn man sowas angeht, dann wäre es cool, wenn das Projekt so offen ist, dass man da immer noch von außen irgendwie adaptieren kann auf das, was die KI einem da generiert. Auch gleichzeitig, weil das eine interdisziplinäre Zusammenarbeit war, vor allem bei Filmstudierenden habe ich das Gefühl, und das soll ja auch so sein, dass Filmprojekte von vorn bis hinten durchgeplant sind und damit man weiß, man hat dann am Ende alles zusammen und dann funktioniert es auch. Und eben genau das war ja eben das KI-Thema, dass es eben lange nicht so geklappt hat, wie es zum Beispiel, wie wir es uns alle vorgestellt haben. Eben auch wieder zurück zur Kontrolle. Das ist so eine Sache, wo, glaube ich, wir alle irgendwie was gelernt haben und auch die Filmstudierenden total spannend fanden, war das, ohne jetzt diesen total konkreten Plan zu haben, reinzugehen und zu gucken, was passiert. Vielleicht passiert was Cooles, vielleicht auch nicht. Aber zumindest ich kann sagen, dass wir dann alle happy waren mit dem, was da so ungefähr rausgekommen ist. Es ist auf jeden Fall immer ein kleines Experiment, wenn man ja sowas macht. Genau. Und dann haben wir jetzt auch noch ein Update vorbereitet. Also was ist so seitdem mit der KI so passiert? Was könnte man jetzt anders machen? Und da haben wir jetzt ein paar Sachen rausgesucht. Zum einen geht inzwischen auch Text-to-Video-Generierung oder Image-to-Video-Generierung. Also hier zum Beispiel haben wir einmal die Rakete, das Bild der Rakete in Pika Labs. Das ist eines der bekanntesten Tools reingehauen. Und Pika Labs kann einfach automatisch dann die Wolken oder hier den Antrieb von der Rakete animieren und hätte uns viel händische Arbeit gespart. Oder wir hätten sogar ganz über Prompts arbeiten können, ohne überhaupt ein Bild generieren zu müssen vorher. Genau das Gleiche wäre auch mit den Mondsequenzen möglich gewesen. Hätte uns einfach viel Arbeit erspart. Das nächste, was, genau, ich mache es noch nicht play, ich sage erstmal, was das ist. Und zwar ist das ein Tool, wo man einfach allein durch Video-Input Motion Capture auf 3D-Modelle übertragen kann. Und wir hatten zeitweise auch überlegt, dass wir vielleicht irgendwie so Querien im Raumanzug oder irgendwo auf dem Mond zeigen wollen. Und wenn wir dieses Tool damals schon gehabt hätten, hätten wir das einfach ganz leicht umsetzen können und so einen Astronauten irgendwo langlaufen lassen können. Das zeige ich einmal kurz, wie das aussieht. Ich glaube, hier irgendwo. And automatically animates, lights and composes the CG character directly into the scene. Whether it's one shot or a full sequence, Wonder Studio analyzes and captures everything from body motion, lighting, compositing, camera motion, and it even tracks the actor's facial performance. All the artist needs. Genau.
sowas wäre möglich gewesen. Oder wir hätten sogar ganz anders, vielleicht wären wir da rangegangen, wenn wir gewusst hätten, dass es gäbe. Vielleicht hätte es ja auch irgendwie ein Alien in der Geschichte gegeben oder so. Aber genau. Dann das Letzte ist dann noch, wäre vielleicht eine Set-Extension, die man mit Outpainting hätte machen können, um einfach dieser Welt oder dieser Raumstation, diesem Häuschen auf dem Mond irgendwie mehr so Glaubhaftigkeit irgendwie zu verleihen. Ist jetzt ein bisschen schwer zu sehen, aber da hätte man so einen kleinen Frame nehmen können und wenn die Kamera stillsteht, kann man dann einfach außenrum den Frame, die Szene erweitern und halt diese Raumstation ausschmücken, ohne das tatsächlich bauen zu müssen. Genau, das waren so ein paar Ideen, die wir jetzt noch nachträglich hatten. Und genau, wir wären dann eigentlich auch fertig und freuen uns auf den Austausch mit euch.